Willkommen zu einem weiteren TechView Vlog. Diesmal soll es um das Huawei Mate 30 Pro gehen. Das Gerät habe ich jetzt schon seit mehr als einem Monat im Einsatz. Mittlerweile wird es auch in Deutschland verkauft und zwar für einen stolzen Preis von über 1000 Euro, 1100 Euro etwa. Und es wird ohne Google-Dienste verkauft. Wie lebt es sich eigentlich ohne Google-Dienste? Wo kriege ich meine Apps her? Was gibt es für Alternativen zu den ganzen Google-Apps? All das möchte ich euch jetzt zeigen in diesem Video zum Huawei Mate 30 Pro. Also bleibt dran und viel Spaß dabei. So, schauen wir uns also mal an, was ich so alles installiert habe. Zum einen natürlich, wenn ihr die Huawei-ID habt, anstatt halt eben die Google-ID, dann könnt ihr die sogenannte App-Galerie benutzen. Und da habe ich tatsächlich einige interessante Anwendungen gefunden, die es dort dann doch zu finden gibt. Also da gibt es einige Programme, die man finden kann. Und in Zukunft wird es sicherlich auch noch mehr geben. Und dazu zählt zum Beispiel ein PDF-Reader, ein paar Spiele natürlich auch. Und die beliebtesten Programme, da seht ihr, das sind allesamt wahrscheinlich eher unbekannte Programme. Aber da gibt es zum Beispiel VideoTube Downloader oder sowas. Und ja, da seht ihr also auch schon eine erste Alternative für einen YouTube-Client, aber ich werde euch noch andere Alternativen zeigen. TikTok, Fortnite-Installer sind auch mit dabei und noch ein paar andere Programme, die es da so gibt. Empfehlungen der Redaktion, das sind alles ja etwas unbekanntere Programme, aber dennoch eine sichere Quelle, um tatsächlich auch Software zu bekommen. Da ich ja Open-Source-Anwender bin und ja Open-Source-Verfechter bin, habe ich natürlich auch als erstes den F-Droid Store mir nachinstalliert. Wo ist er? Da ist er zu finden. Der F-Droid Store bietet freie Software an für eben ja auch schmales Geld, also im Grunde genommen kostenlos und viele interessante Programme an. F-Droid ist ein sehr sicherer Store, weil er im Grunde genommen den Quellcode nimmt und dann rekompiliert, reproduzierbar macht, so dass eben das, was am Ende als App rausspringt, auch nachweislich das ist, was der Entwickler programmiert hat und hat auch einige sehr interessante Anwendungen, wie beispielsweise Nextcloud, was man da sehen kann, oder Material Files, ein einfacher Dateimanager, ist jetzt für Mate 30 Pro nicht notwendig, weil er mit dem Dateimanager ausgestattet daherkommt, aber es gibt einige Anwendungen, die man hier dann benutzen kann. Nextcloud ist beispielsweise so eine Anwendung, oder man kann hier auch in Kategorien browsen und sich das Ganze anschauen. Termux als Terminal-Emulator beispielsweise für die Geeks unter euch. Ansonsten gibt es natürlich hier auch einige Audio-Player. Es gibt den Firefox als Webbrowser, den ich empfehlen kann. Der heißt denn hier Fennec, weil das eben die freie Software-Version ist des Firefox, Fennec F-Droid. Und da kann man halt eben dann mit diesem Browser unterwegs sein. Wenn, es ist also eine sichere Quelle, um Anwendungen zu bekommen. Wenn ihr nicht so sehr auf solche Open Source oder freie Software Sachen steht, sondern tatsächlich etwas anderes haben möchtet, Play Store, hier habe ich einen Ordner, da habe ich eben die Möglichkeit, wirklich tatsächlich aus dem Original Google Play Store Anwendungen zu installieren, eben auch aus sicherer Quelle. Dazu gibt es einmal den Yelp Store, der ist schon etwas älter und funktioniert nicht mehr ganz so. Als ja, inoffizieller Nachfolger ist der Aurora Store, da glaube ich durchaus besser. Und da hat man halt eben die Möglichkeit, sich anzumelden. Und ich muss dazu jetzt mal hier einen VPN starten, damit ich euch das zeigen kann. Der Aurora Store, da kann man sich dann mit einem Google-Konto anmelden oder anonym. Und dann hat man eben den direkten Zugriff auf eben die ganzen Apps aus dem Google Play Store. Das ist also keine große Magie oder etwas Ultraschwieriges, da jetzt auch aus sicherer Quelle Software zu bekommen, wie eben dem Google Play Store. Das ist hier möglich. Jetzt in dem Fall hat das nicht funktioniert, aber in der Theorie ist es halt möglich, sich auch mit dem Google-Konto dort anzumelden und dann hat man die Möglichkeit, alle seine Google Play Store Anwendungen dort auch zu installieren und zu nutzen. Und ich habe hier, ich wurde abgemeldet, kann das jetzt nicht lesen, aber ich habe hier auch einige Anwendungen installiert, YouTube beispielsweise, Twitter und so weiter. YouTube läuft leider nicht als App, weil das eben auf die Google Play Dienste verweist, aber Twitter, WhatsApp, Instagram und die meisten anderen Apps laufen da auch ohne Probleme. Das ist also eine der Quellen. Ansonsten gibt es noch APK Pure. Als App beispielsweise, ich habe jetzt hier einen Netzwerkverbindungsfehler,
weil er mag mein VPN wahrscheinlich nicht. Aber da kann man auch Apps bekommen als APK. Man muss dann allerdings natürlich auch in den Einstellungen festlegen, da ist ja das Gute bei Android, dass es einen abfragt, wie es denn da aussieht. Möchtest du das erlauben, dass die Anwendungen Apps installieren kann? Und wenn du dann sagst ja, dann ist das überhaupt gar kein Problem und dann funktioniert das auch ohne Probleme. Ja, Telegram habe ich hier laufen, beispielsweise aus dem F-Droid Store. Da funktioniert Riot als Messenger, Ghost Commander aus dem F-Droid Store, Twitter und Tusky. Tusky ist der Mastodon-Client, habe ich hier laufen. Für YouTube habe ich hier jetzt erstmal einen Link drin. Der öffnet also nichts anderes außer den Webbrowser mit der YouTube-Seite. Und das funktioniert natürlich auch ohne Probleme. Da kann ich dann hier meine YouTube-Videos anschauen. Beispielsweise dieses Unboxing des Mate 30 Pro vom Technikvault hier. Also das geht auch ohne Probleme. Der Browser funktioniert gut. Ich kann natürlich auch einen anderen Browser nehmen, wenn ich möchte, und da einfach Firefox beispielsweise nehmen und da auf die YouTube-Webseite gehen und dann auch YouTube dort anschauen. Falls ich aber einen extra Client haben möchte, der dann auch ein bisschen was mehr macht, also Verwaltung von ganzen Subscriptions und so weiter und so fort, habe ich gefunden in der App-Galerie den VidMate. Und der VidMate ist ein fast 1 zu 1 ja, Kopie oder Ersatz für YouTube, weil es einem erlaubt, halt eben nicht nur die empfohlenen Streams hier zu sehen, sondern auch seine Subscriptions zu sehen. Und da kann man sehen, was ich alles abonniert habe an verschiedenen Videos. Und ja, das. Ach, Neues aus der Werkstatt. Der Autodoktoren, es wird kalt zum Beispiel. Kann das dann anklicken und dann wird es tatsächlich hier abgespielt, wie es eben bei YouTube auch der Fall wäre. Ich kann auch im Vollbild reingehen und kann dann hier auch die Qualität wechseln von 360p auf 720p beispielsweise hochgehen, wenn ich dann möchte. Und das lässt sich nicht nur hier abspielen, sondern ich kann natürlich auch hier draufklicken und sehe dann das Video mit eben in einer YouTube-ähnlichen Ansicht, eben mit wie viele Likes gab es. Ich kann das zu später hinzufügen. Ich kann das Video teilen, wenn ich denn möchte. Ich sehe weitere empfohlene Videos und so weiter und so fort. Das kann ich also hier sehen. Ich kann den Kanal abonnieren, wenn ich denn möchte. Das geht alles ohne Probleme. Sehr schön ist eben das Feature, dass ich sagen kann, ich möchte nur die Audiospur abspielen und kann dann zum Beispiel das Handy auch ausmachen. Dazu muss man bei YouTube eigentlich eine Premium-Version kaufen. Das geht hier automatisch. Und ich habe auch noch einen Download-Button. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel in China bin und kein YouTube habe und über VPN mich irgendwo mit dem WLAN verbunden habe, und ich das runterladen möchte, kann ich das hier machen, sogar auch als Musikdatei. Das geht also auch ohne großartige Probleme. Und natürlich hier ein paar Videoempfehlungen sind dann auch zu sehen. Es ist also eine ziemlich ordentliche App, kann ich empfehlen. Hier auch die heruntergeladenen Sachen beispielsweise, die ich habe. Natürlich hier ab und da gibt es noch ein bisschen was Werbung. Die Historie oder später ansehen, was ich hinzugefügt habe, kann man hier dann auch einsehen. Das geht also auch alles ohne großartige Probleme. Eine gute Alternative zur YouTube-App, die ich allen empfehlen kann. Die braucht eben auch keine Google Play-Dienste. Ansonsten seht ihr hier schon an Streaming-Sachen, das läuft alles hier. Amazon Music, Spotify, habe ich jetzt alles ausprobiert, ist kein Problem. Shazam. NewPipe ist eine andere YouTube-Alternative. Ein bisschen was simpler gehalten, nicht so ja, stark an YouTube orientierend, würde ich mal sagen. Man kann hier auch seine Abonnements, seine Subscriptions hinzufügen, Import, Export. Und da kann man sagen, okay, ich möchte das direkt von YouTube, von SoundCloud oder von einer Datei importieren. Und wenn ich auf YouTube gehe, dann muss ich das hier von der Webseite machen und dann die Datei importieren. So funktioniert das dann halt hier. Und ich kann natürlich dann auch hier mich anmelden und Trends, Neuigkeiten sehen. Und natürlich gibt es auch eine Download-Funktion, die ähnlich funktioniert wie bei VidMate. Das also das für die Leute, die YouTube verwalten wollen. Eine Alternative für YouTube Studio beispielsweise habe ich leider nicht gefunden, also für die Leute, die das interessiert. Wie sieht es aus bei Maps, also Map-Applikationen? Was kann ich da benutzen? Und das habe ich gesagt, wie gesagt, auch schon etwas länger benutzt, einige dieser Apps. Und ich war ja auch in Neuseeland unterwegs, da war das natürlich auch notwendig, dass ich die Apps benutze. Meine Lieblings-App ist tatsächlich OSM-Ant. Das kriegt man auch aus dem F-Droid Store dort. Im Play Store, glaube ich, kostet das sogar was. Hier im F-Droid Store ist es sogar kostenlos. Findet mich gerade jetzt hier nicht, weil ich das Kartenmaterial aus meiner Region jetzt hier nicht heruntergeladen habe. Aber in der Theorie ist das eine super App.
Können ja mal hier den Victoria Park zum Beispiel in Auckland besuchen. Und ja, das ist eine gute App. Und da kann ich sagen, einfach, ich möchte Navigation starten zum Beispiel und kriege dann auch per Auto, Radfahren, Fußgänger oder öffentlichen Personennahverkehr die Anzeige hier und kann eben das Ganze dann besuchen, wenn ich denn möchte, wenn ich denn lustig bin. Weitere Informationen, die eingeblendet werden können, sind Parkplätze beispielsweise oder eben auch Bushaltestellen oder Bahnhaltestellen. Und er kann einem dann weitere Infos zum Beispiel sagen, das ist jetzt hier die Nummer 7106 und anrufen wollte ich sie nicht. Mit der Nummer kann man dann halt eventuell eine andere App benutzen, wie Moovit, was ich empfehlen kann als öffentlicher Personennahverkehr oder Transporter, um sich weitere Informationen rauszusuchen. Also OSM-End als Alternative gibt es auch noch Maps.me. Maps.me bin ich nicht ganz zufrieden mit, aber funktioniert auch relativ ordentlich. Es hat mich jetzt erfasst. Ich bin jetzt in Chongqing, China und es lädt dann jetzt auch automatisch das Kartenmaterial herunter für diese Region. Und ich habe auch eine Suche, kann zum Beispiel nach Essensmöglichkeiten, Hotels, Lebensmittel, Sehenswürdigkeiten, WLAN-Verkehr, Tankstellen, Parkplatz, Shopping in der Gegend suchen. Das funktioniert also auch alles sehr ordentlich. Also, Yelp funktioniert, das kann ich euch empfehlen, falls ihr also Google Maps Benutzer seid und ihr wollt nach Restaurants oder nach ähnlichen Sachen in der Nähe suchen mit gutem Rating, Yelp einfach mal benutzen. Das funktioniert ohne Google Play Dienste. Also, es ist eine Kombination aus mehreren Sachen. InShot als Videoeditor, Bookreader als PDF-Reader durchaus zu verwenden. Ansonsten gibt es noch die Reader-Applikation von Huawei selber, wo man dann hier beispielsweise E-Books auch lesen kann. Die drei Sonnen lese ich gerade. Funktioniert wunderbar, hat auch einen Nachtmodus und ja, ist eine super Anwendungen nicht nur für EPUBs, sondern auch PDFs durchaus zu gebrauchen. Es gibt noch zahlreiche andere Anwendungen, die man nutzen kann. Microsoft-Anwendungen beispielsweise hier MS Word kann man auch installieren. Die brauchen auch keine Google Play-Dienste, funktionieren dann ohne großartige Probleme. Ja, das sind so die Anwendungen, die ich benutze und woher ich die Anwendungen bekomme. Der Rest ist eigentlich Standardware, die Huawei entweder mitliefert oder die ich nachinstalliert habe, VLC Media Player beispielsweise. Aber ich benutze tatsächlich meistens auch die Musikanwendungen von Huawei und auch die Videoanwendungen von Huawei. Das funktioniert alles ohne großartige Probleme. Honor Store habe ich jetzt hier drauf, weil ich ein altes Profil übernommen habe und das ist einfach nur, wenn ihr bei Honor was einkaufen wollt. Ist jetzt kein extra App Store oder sowas. Und ja, das sind so die Anwendungen, die ich benutze, wo ich Sachen eben her auch bekomme. Ein paar Anwendungen funktionieren nicht, das kann ich mal zeigen. Imager beispielsweise will unbedingt die Google-Dienste haben und startet einfach gar nicht. NineGag hat damit keine Probleme. Ja, ihr wisst jetzt, wo ihr eure Memes bekommen könnt. Ja, das also dazu. Das so ein kleiner Überblick, wie lebt es sich ohne Google-Dienste eigentlich? Ich habe nichts Großartiges vermisst. Uber Eats beispielsweise funktioniert auch ohne Google-Dienste. LibreOffice habe ich hier als Viewer installiert. Phonograph als Musikanwendungen, als Alternative, falls ihr das benutzen möchtet. Da kann man also in die Alben reingehen und kann das Ganze abspielen. Es benutzt also auch nicht allzu viel Ressourcen. Kann ich durchaus empfehlen. Also insgesamt man kann überleben ohne Google-Dienst, ist nicht notwendig. Und wenn man wirklich einen Google-Dienst braucht, wie Gmail zum Beispiel, kann man sich einfach hier Gmail als, hier ist die E-Mail-App, da kann man einfach sagen, okay, ich möchte meinen Google-Dienst hinzufügen, mein Google-Konto hinzufügen, das geht mit der E-Mail-App. Oder man benutzt halt hier, so wie ich, den BBM, nicht BBM, sondern den BlackBerry Hub als E-Mail-Anwendung und kann dann darüber meine E-Mails über IMAP ganz normal beziehen. Synchronisation von Kontakten und von Kalendereinträgen mache ich schon seit Jahr und Tag mit DuffX beziehungsweise meinem Nextcloud-Account. Und da habe ich also die Möglichkeit, Kontakte und Kalender zu synchronisieren. Ich habe meinen eigenen Nextcloud bei mir zu Hause laufen und da wird dann halt eben das Ganze synchronisiert ohne großartige Probleme. Das läuft eben, weil ich mehrere Smartphones habe, auch auf mehreren Smartphones ohne Probleme. DuffX hoch 5 heißt das Programm und das kriegt ihr auch im F-Droid Store und natürlich zusammen mit der Nextcloud App funktioniert das noch eine ganze Ecke besser.
Das ist im Grunde genommen der ganz große, grobe Überblick. Der Browser, der Huawei-Browser funktioniert gut. Ich habe jetzt standardmäßig den Firefox, weil ich Firefox Sync benutze, um synchron alles zu halten zwischen meinen verschiedenen Geräten und auch meinem Desktop. Passwort-Synchronisation, Lesezeichen-Synchronisation, das macht ordentlich viel Sinn. Alles andere kriegt man eigentlich also ich benutze hauptsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, F-Droid. Das ist so meine erste Anlaufstelle, wenn ich nach einem Programm suche. Wenn es ein spezielles Programm ist und ich weiß, okay, es ist kein Open Source, kein freies Softwareprogramm, dann benutze ich tatsächlich hier Aurora Store. Wenn Aurora Store nicht funktioniert oder es sagt, oder ich will irgendwie eine spezielle Version einer Anwendung, dann benutze ich APK Pure, wo ich dann auch speziell eine Version einer Anwendung dann auch herunterladen kann, was sicherlich auch gut ist. Und ihr seht, das funktioniert recht gut. Also eine App, Here We Go, kann ich auch noch empfehlen für Navigation, ist von ehemals Nokia. Mittlerweile gehört es einem Konsortium aus, glaube ich, BMW, Mercedes und Audi an. Und das ist auch eine gute App zur Offline-Navigation. Da kann man also auch Kartendaten herunterladen und hat ohne großartige Probleme dann immer alles dabei, was man braucht. Also das sind so meine Anwendungen, meine Apps, die ich jetzt hier habe, die ich benutze. Und ja, das meiste funktioniert halt eben auch ohne Google Play-Dienste. Und das ist eben das Tolle daran, kann man ohne Google Play-Dienste überleben? Definitiv. Man muss sich ein bisschen umgewöhnen, man muss sich ein bisschen was einfuchsen. Man muss eventuell anstatt Google Maps zu benutzen für alles mögliche Restaurant und Bewertungen und so weiter und so fort, muss man vielleicht zwei Apps benutzen, eine Map-Applikation und eine Yelp-Applikation für sowas. Aber das ist also kein großer Beinbruch. Man muss sich ein bisschen was eingewöhnen. Hier und da vielleicht ein bisschen was am Komfort. Funktionen verliert man dann doch schon. Es kommt halt immer darauf an, wie weit man in diesem Google-Ökosystem gefangen ist. Und wenn man da nicht so weit gefangen ist, ich bin ja seit jeher auch ein Selfish S-Nutzer und weiß dann, okay, Google ist nicht so meine Heimat. Da habe ich dann überhaupt keine Probleme, da auch auszubrechen und das Mate 30 Pro auch ohne Google-Dienste zu benutzen. Wie es bei euch aussieht, müsst ihr schauen. Aber es ist definitiv möglich, damit zu überleben und das meiste damit zu machen. Wenn man aber auf eine bestimmte Anwendung angewiesen ist und man weiß vorher oder man kann sich vorher informieren oder vielleicht so den Anwender, den Entwickler fragen, läuft deine App auch ohne Google Play-Dienste und er sagt dann nein. Dann muss man sich überlegen, eventuell Abstand zu nehmen vom Huawei Mate 30 Pro. Oder man, ja, da gibt es den einen oder anderen Hack, womit man sich dann auch den Play Store und die Google Play-Dienste auf das Mate 30 Pro zaubern kann. Und wer sich dafür interessiert, falls ihr wollt, dass ich ein Video darüber mache, schreibt das im Kommentarbereich unten rein. Gebt einen Thumbs up, ein Like für das Video hier und abonniert schön fleißig, dann kriegt ihr weitere Mate 30 Pro Videos zu sehen. Und ich habe auch schon ein paar Videos gemacht, die werden wahrscheinlich eingeblendet hier oder ihr könnt ja mal in meiner Playlist nachschauen oder in meinen vergangenen Videos zum Beispiel zum Mate 30 Pro, was die Kameraqualität angeht, der Front- und der Rückkamera vor allen Dingen. Da könnt ihr mal reinschauen. Und natürlich auch das Unboxing, was ich gemacht habe vor etwas mehr als einem Monat in Chongqing, China, wo ich mich auch gerade aufhalte. Das war's für diesen Vlog zum Mate 30 Pro. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.